Leute, ein herzliches Willkommen zurück zur Stellar-Welt. Ihr seht, ich habe meine Frise geändert und ich habe nur reine Klamotten ausgerüstet. Gefallen mir jetzt nicht unbedingt so, weil dass sie von vorne aus hätte, jetzt würde plötzlich ihre Schulter weg sein. Ihre rechte Schulter. Da. Das sieht ein bisschen... Vergleich. Wenn ihr einen Vergleich haben wollt, was ich meine. Schulter da. Schulter weg. Schulter da. Schulter weg. Schulter wird. Ja, wahrscheinlich, weil es ein Waffenarm ist. Ne? Ich glaube, das ist keine Ahnung. Bisschen schade. Aber ist ja nur diesen Part. Wir sind heute dabei, wir Sidequests zu machen. Ja, tatsächlich, wir haben jetzt storymäßig sehr viel Fortschritt gehabt. Wir haben sehr viele Side-Missionen jetzt hier wieder offen. Wir geben aber erstmal ein paar Missionen beim schwarzen Brett ab, denn wir waren ja schon auf einem neuen Gebiet und haben da schon eine Sidequest, soweit ich weiß, auch erfüllt. Ich will da eigentlich nicht nochmal hin. Um ganz ehrlich zu sein. Da will ich eigentlich nochmal hin. Ja, gar keinen Bock. Aber so ist das wohl. Aber. Ja, ja. Zwei sogar. Okay, gut. Geben wir die ab. Und die Quelle des Albtraums. Stimmt, man muss die Totenschädel ja töten, ne? Ja. Wird nicht leicht. Ja, ist egal. Wir nehmen einfach alles an. Reichen 5 aus? Gut, du willst irgendwas Neues. Schädel zu finden, hat sie zu bekämpfen. Mein Engel. Ja. Und schon bist du hier. Wir haben wohl eine Art Verbindung. Ja, ja, was willst du? Siehst du das da? Cooles Ding, oder? Das ist ein Wachturm. Ich will ihn reparieren. Ich soll dir helfen, eine so gefährliche Waffe zu reparieren? Ernsthaft? Ja, er ist gefährlich. Aber nur in den Händen des Feindes. Jedoch in den richtigen Händen wäre er Zions Verteidigung dienlich. Natürlich brauchen ihn vor allem die Sentinels. Und außerdem habe ich für dich ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Nicht ablehnen? Sagt wer? Jetzt zier dich doch nicht so. Den Bürgern wird damit geholfen, oder? Und vielleicht überzeugt es dich, wenn du im Gegenzug diesen Körperkern bekommst. Was? Woher hast du? Ganz wohl. Pass jetzt gut auf. Tief in der großen Wüste wirst du etwas äußerst Gefährliches vorfinden. Einen Wachturm, der fehlerhaft agiert. Zerstöre ihn und bring mir den internen Algorithmus-Chipsatz. Damit kann ich den hier reparieren. Für dich ist das doch keine große Sache, Engel. Na schön. Aber ich mache es für die Menschen von Zion. Deine Finanzen kümmern mich nicht. Abgemacht. Ein Gewinn für uns beide. Ja, ich habe im letzten nach dem letzten Part auch hier nochmal Sachen einkaufen. Und dann habe ich von Kaya, von der hier, auch einen Auftrag noch dazu bekommen. Wollte ich euch nicht verschweigen. Warum kann man hier nicht rauf? Naja. Gut, wir nehmen jetzt erstmal Sidequest an und gucken mal, was so Phase ist, nicht wahr? Aber erstmal im Ort. Aber geradeaus, darunter. Du? Nee, Moment halt, warte mal. Nee, einmal um die Ecke. Einmal um die Ecke. Du! Was gibt's? Wer durchwühlt hier meinen Laden? Zum 10. Mal, ich verkaufe euch rein gar nichts. Einen kleinen Augenblick mal. Ja, genau, du bist ein Engel. Wieso ist mir das nicht gleich aufgefallen? Weiß ich nicht, vielleicht sieht es auch wie andersrum als sonst. Was ist denn? Weißt du, was das Wichtigste in dieser verdammten Stadt ist? Ressourcen? Ja, Ressourcen. Genauer gesagt, Energie. Leute wie wir würden es nicht wagen, der Stadt Strom abzuzapfen. Der einzige Weg ist, etwas zu finden, das wir für uns selbst nutzen können.
Und das soll heißen? In der großen Wüste gibt es ein altes Verteilersystem. Ein Hypertube. Das ist kein Ort, in den Leute wie ich einfach reinmarschieren können. Eine falsche Bewegung und du kommst nie wieder lebend raus. Aber irgendetwas ist da auf jeden Fall. Eine Energiequelle, so etwas wie eine Fusions- oder Hyperzelle vielleicht. Engel, du schaffst das. Du könntest uns eine Energiequelle besorgen. Du hilfst mir, ich helfe dir, wir helfen Zion. Mach das und alle profitieren. Alle profitieren? Ich denke eher, du bist hier der Einzige, der was davon hat. Adam, sich das mal anzusehen, ist keine schlechte Idee. Ja, warum sollte man sich das nie mal angucken, nicht wahr? Dann wieder einmal rum. Und dann holen wir uns die nächste ab. Wo ist die? Einfach oben Treppe rauf und dann rechts. Und links. Am Teddyhändler? Was heißt Teddyhändler? Am Teddy-Dude? Guten Tag. Du bist der Engel. Du verstehst das nicht. Du hast ja alles. Du hast Macht. Okay. Deshalb kannst du deine Mission fortführen, ohne aufzugeben, trotz aller Zweifel. Ich bin mir nie sicher, ob ich meine Mission allein schaffe. Aber es muss getan werden. Ich muss es tun. Deshalb gebe ich nicht auf. Das ist alles. Wie auch immer. Warum sagst du sowas? Ich bin ein Sünder. Ich habe meine Kameraden im Stich gelassen, um meine eigene Haut zu retten. Der Albtraum verfolgt mich. Der Native hat Blitze in alle Richtungen verschossen. Sie sind einer nach dem anderen gefallen. Die Bowlingkegel. Hilflos. In dem Moment waren mir die Expedition und meine Kameraden einfach egal. Ich habe mich versteckt und bin nach Zion abgehauen, während uns der Hauptmann Zeit verschafft hat. Ich bin ein Feigling. Ich kann nicht mal meine Kameraden rächen. Ich habe genug gehört. Die Sache hat mit Nativas zu tun und das kann ich nicht ignorieren. Wohin wart ihr unterwegs? Zu den verschütteten Ruinen in der großen Wüste. Ein echt schrecklicher Ort. Okay. Warum wackelst du die ganze Zeit mit dem Kopf, Alter? Dann nimm das Handtuch vorne rüber. Wenn es dich stört. Okay. Hi. Hey, geht es dir gut? Das ist eine gute Frage, ja. Was ist mit diesen Spielsachen passiert? Die sehen alle aus, als wären sie kaputt. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Das ist alles verloren. Wirklich alles. Vergib mir, Jade. Es tut mir so leid. Ich habe keine Ahnung, wer Jade ist, aber erzähl mir, was los ist. Was willst du denn? Wer bist du überhaupt, dass du mir Hilfe anbieten willst? Ich bin Eve, Mitglied des Landetrupps. Auch wenn das gerade völlig egal ist. Ein Engel? Und jetzt bietet mir auch noch ein Engel Hilfe an? Das habe ich wohl nicht anders verdient. Warum tust du das? Es muss doch irgendetwas passiert sein. Ich hatte mal eine jüngere Schwester. Als der Himmel einstürzte, starb sie und ich wurde verschont. Wie grausam von Mothersfield. Ich habe seitdem immer allein mit ihrem Memory Stick gelebt. Und dann habe ich von diesem Ort namens Zion gehört. Als wir dann die große Wüste durchquerten, habe ich den Memory Stick in einem Teddybären versteckt, damit er in Sicherheit ist. Aber dann habe ich ihn bei einem Native-Angriff verloren. Der Teddy wurde von einem Sandsturm erfasst und einfach mitgerissen. Das ist... Ja, seitdem habe ich sämtliche Teddybären dieser Art von den Scavengern hier gekauft. Doch es war alles umsonst. Siehst du, ich habe Dutzende, Hunderte durchsucht. Aber keine einzige Spur von Jade. Und jetzt habe ich nichts mehr. Das ist meine gerechte Strafe. Jade, es tut mir so leid. Ich bin so dumm. Warum habe ich so etwas in einem Kuscheltier versteckt?
große Wüste. Sandstürme. Ein Teddybär. Jetzt, wo du es sagst, ich glaube, ich habe so einen Teddybären schon mal gesehen. Im unterirdischen Versteck von Matrix 11 in der großen Wüste. Soll ich mal nachsehen? Nur für den Fall? Das ist doch sinnlos. Es bringt nichts. Ich habe diese Strafe verdient. Ich weiß nicht, ob es eine Strafe von Mother Sphere oder das Werk irgendwelcher anderer Götter ist. Ich will nicht darunter. Aber ich weiß, welchen Teddy sie meint. Dann haben wir noch hier. Was hier runter? Ja. Am Eingang der Stadt. Also wir holen jetzt erstmal die Zeitkarte ab und dann gucken wir mal, was wir erledigen, ne? Ich weiß ja nicht mal, ob wir einfach so in die große Wüste kommen können. Da waren wir ja bis jetzt noch nicht, außer nur in Matrix 11. Und das war ja relativ eingezäunt, also von daher. Ja. Schauen wir mal. Du. Wir sind so hoch oben. Wenn ich jetzt springe, bin ich tot. Wäre das besser, so zu sterben? Oder soll ich auf dem Weg zur Oase Netiba Futter werden? Was soll ich tun? Hey, hör auf, sowas zu denken. Was ist denn los? Engel, das tut mir schrecklich leid. Ich wollte wirklich nicht springen. Versprochen. Das ist mir so unangenehm. Was ist passiert? Engel, warst du jemals verliebt? Was? Verliebt? Ich war einmal verliebt. So richtig verliebt. Wir konnten jedem Sturm trotzen, solange wir nur zusammen waren. Wir wurden auf unserer Reise von einem Netiba angegriffen. Irgendwo in der Wüste auf dem Weg nach Sion. Er wollte mich nur beschützen, aber... Ach. Seine Leiche. Er versank in den Tiefen der Oase. Und ich, Nerin, rannte einfach davon und ließ ihn dort allein zurück. Dort, im kalten Wasser. Das war ein Fehler. Ich hätte das nicht tun sollen. Diese Schuldgefühle verfolgen mich jetzt jeden Tag. Ich habe nur noch geweint. Mehr konnte ich nicht tun. Sion zu verlassen wäre einfach zu gefährlich gewesen. Du musst es allein schaffen. Wie jeder andere in deiner Situation. Nun, das habe ich damals zunächst auch gedacht. Aber was hat es für einen Sinn, weiterzuleben, wenn er nicht mehr bei mir ist? Der Memory Stick ist vielleicht beschädigt. Er war lange unter Wasser. Das ist okay. Auch wenn die Erinnerungen für immer verloren sind, hätte ich doch nur was mich an ihn erinnern würde. Ich werde in der Nähe der Oase suchen. Ja? Das würdest du wirklich tun? Vielen Dank. Wenn du das für mich machst, stehe ich für immer in deiner Schuld. Vielen Dank. Ich kann nicht garantieren, dass ich ihn finde. Mach dir nicht so viele Hoffnungen. Ich vergesse dich nicht, neue Mission, ja. Ich gehe jetzt aber kurz mal hier hin, um zu gucken, ob ich da irgendwas machen kann. Ansonsten versuche ich mal irgendwie einen Weg in die große Wüste zu gehen, zu finden. Ja. Vielleicht müssen wir aber auch Adam fragen, ne? So, dann schauen wir mal. Es sieht so aus, als wäre hier gerade nichts. Klar, die müssen wir halt, da müssen wir hier irgendwie noch was suchen, ne? Moment. Was ist das hier?
Ich glaube, ich muss dafür alle GB, alle Bücher oder so finden. Ja gut, dann gibt's hier nichts, ne? Aktuell. Ich kann mir nochmal oben zum Typen hinporten, zum Digger. Und die mal fragen, ob er irgendwas hat. Vielleicht hat er ja noch eine Sidequest oder so. Oder vielleicht verkauft er was Neues. Man weiß es ja nicht. Und dann suche ich mal einen Weg in die Wüste, in die große Wüste. Das würde ich mich ganz gerne mal wissen, ob das irgendwas gibt. Oder ob es da irgendwo einen Weg gibt. Muss ja eigentlich, ne? Ja, Piep. Ich habe eine Frage. Ja, worum geht's? Erinnerst du dich daran, wie dein Ich-Bewusstsein geformt wurde? Daten senden, empfangen, abspeichern, verarbeiten. Nach abertausenden Sekunden des Lernprozesses habe ich schließlich gelernt, dass ich einfach nur ich selbst bin. Ist das so? Bei mir waren es 27.404.091 Sekunden des Lernens. Ziemlich enttäuschend. Laut meinen Recherchen gibt es zwischen anderen Menschen und mir keinen großen Unterschied beim Formen des Ich-Bewusstseins. Nicht einmal bei besonderen Menschen wie dir. Ich habe mit meinen Kameraden noch nie über so etwas geredet. Ich frage mich, was Taki gesagt hätte. Fabulose These. Eve, ich muss mich bei dir für deine Hilfe bedanken. Bist du dir ganz sicher, Digga? Alles ist ausreichend geprüft. Ich versichere, es gibt keinen Grund zur Sorge. Eve, ich muss mich bei dir für deine... Okay. Bist du dir ganz sicher, Digga? Alles ist ausreichend geprüft. Bist du mit... Ja. Ich wollte gucken, was verkauft. Digga, was beschäftigt dich? Ist doch egal. Ich frage mich, worüber denken Sie nach? Wenn ich Ihnen diese Fragen stelle. Nun, wenn es dich so sehr interessiert. So simpel ist das nicht. Trotzdem weiß ich das. Einkaufen. Waffenkern? Also ich brauche bestimmt die Waffenkern dafür, okay, ja. Stimmt, hier kann man auch die Brillen kaufen, aber dafür benutze ich jetzt keine Bitcoins, ne? Ja. Ja. Gut. Dann versuche ich mal irgendwie einen Weg in die große Wüste zu gehen. Das war bis jetzt nämlich nicht so offensichtlich, dass es irgendwo einen Weg gibt. Okay, nach Zion. Da. Ich frage einfach mal Adam. Ja, ich werde einfach Adam fragen. Vielleicht bringt er mich hier in die große Wüste hin. Ich weiß es ja nicht. Ja. Na, da gibt's ja richtig viele Psychos gerade, die uns in die große Wüste schicken. Eve, Lily. Mir ist gerade eingefallen, dass wir ja noch das Vermächtnis aus Matrix 11 haben. Ja, richtig. Es ist noch im Tetrapod. Ich werde es holen. Sehr gut. Sehen wir es uns an. Ich bin nicht sicher, ob ich wirklich wissen will, worum es darin geht. Tag 52 nach dem zweiten Absprung. Fünfte Aufzeichnung. Vermächtnisbericht Raven. Ich bin die letzte Überlebende. Die Wahrheit enttäuscht mich jedes Mal. Mit den Aufzeichnungen des Labors und den Erinnerungen der Legionssoldaten konnte ich viel erfahren. Wir befolgten die Anweisungen von Mother Sphere immer perfide genau. Sie war unser Leitstern. Unsere Rettung. Unser Gott. Aber in Wahrheit ist Mother Sphere eine mächtige künstliche Intelligenz, die von der Menschheit geschaffen wurde. Vor sehr langer Zeit gab es einen Ingenieur namens Raphael Marx. Er hat sie erschaffen.
Mother Sphere brachte der Menschheit großen Wohlstand, doch sie schien ihre Meinung nach der Erschaffung der Androiders auf einmal zu ändern. Ihr geschaffenes Gegenstück. Sie erkannte die Limitation der Menschen und das Potenzial der Androiders. Und sie entschied, dass für die Menschheit kein Platz mehr ist. Unser Gott ist nicht der Gott der Menschen. Nur wieso? Wieso also beten wir Mother Sphere an? Ich weiß es einfach nicht mehr. Je mehr ich erfahre, desto mehr Fragen habe ich. Einfach alles verwirrt mich. Mother Sphere. Sie selbst wurde also erschaffen. Und zwar durch uns, durch unsere Hände. Aber wieso will sie uns dann alle auslöschen? Dieses Vermächtnis ist doch voller Fehler. Es ist einfach nicht glaubwürdig. Für gewöhnlich gibt es Dinge nur, weil sie von Menschen erschaffen wurden, oder? Sieh uns an. Was fällt dir ein? Das ist Blasphemie! Das ist Gotteslästerung! Na gut, entschuldige. Aber die Wahrheit muss nicht immer schön sein, nur wahr. Mother Spheres Gnade ist ein Wunschtraum. Zumindest für die hier Verbliebenen. Und vielleicht werdet ihr beide das auch bald einsehen. Was? Lily, Adam. Das ist doch noch nicht alles gewesen. Wir wissen nicht mal, ob das alles stimmt. Oh, ja. Du hast recht. Wir brauchen mehr Informationen. Adam, bitte bring mich nach Albus Lavoir. Können wir aufbrechen? Ja, ich würde gerne in die große Wüste. Wie komme ich denn in die große Wüste? Gehen wir nach Matrix 11. Kann ich da davon weggehen? Nein, hier ist alles eingezäunt. Nein, 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 nein. Wenn ich zum nächsten Gebiet aufbreche, dann. Der lässt einen echt nicht rüber, ne? Wie komme ich denn da hin? Das ist ja was, das liebe ich ja wirklich sehr. Werbung, Erkundungsteam zu durchqueren der großen Wüste. Das Seil Erkundungsteam zu durchqueren der großen Wüste ist auf dem Weg zu seinem Ziel. Falls sich weitere Teilnehmer melden, die gekommen sind, um dem Team beizutreten, sollen sie nach Seil zurückkehren. Ja. Ich meine, wir haben hier eine riesen Karte, aber wie kommen wir nicht mehr aus diesem kleinen Gebiet hier raus? Ich will da unten hin. Wir müssen sowieso einmal hier hin, um den Teddy zu holen. Kann ich mich auch da reinporten. Ja. Das
Das war aber hier, ne? Ich weiß es nicht. Man hat hier drin keine Karte. Oh Gott, erschreck mich nicht so. Oh, bitte, nee. Das ist halt, ich weiß gar nicht den Weg. Nee. Wo geht's denn hier in zur großen Wüste? Ich will doch nicht hier rein, nochmal. Vielleicht irgendwann mal anders mal. Wenn ich die anderen alle Quests erfüllt habe. Aber ich bin froh, wenn ich mein Gebiet erstmal gesehen habe. Okay, ich habe mich satt gesehen. Und dann kehre ich vielleicht später nochmal zurück. Komm zum Tetrapod zurück, wenn was repariert wird. Ja. Ich gucke gleich mal in Cyan bei diesem einen Gebiet. Nee. Cyan wollte ich nicht, Eidos 7. Ich vermute mal, wenn du schon. Aber bleib auf der Hut. Wenn ich keinen Weg finde, dann gucke ich bis zum nächsten Part, wie ich in die große Wüste komme. Wieso kriege ich hier 100 Millionen Quests, die mich in die große Wüste schicken, wenn ich nicht in die große Wüste kann? Das ergibt keinen Sinn. Spieldesign nennt man sowas. Schön und gut. Vielleicht ist ja Abyss Loire der Eingang zur großen, die große Wüste. Ich weiß es ja nicht. Da steht ja nichts. Das ist ja das Problem. Es steht da ja nichts. Nachher bin ich denn da und ich komme nicht mehr zurück. Weil das Ding schon aktiviert? Scheinbar nicht. Jetzt. Stimmt, ich war hier schon mal und da war versperrt, nicht wahr? Engel, du darfst den Weg des Exils nicht ohne Erlaubnis benutzen. Selbst für dich gibt es da keine Sonderbehandlung. Okay, das war meine Vermutung, dass ich hier in die große Wüste komme. Ich aktiviere meine Mission, die mich in die große Wüste schickt. Warte mal. Wie geht es zur Oase in der großen Wüste? Ich bin halt wirklich gerade irgendwie. Ich stehe auf dem Schlauch, oder ist das. Was soll denn die Scheiße? Fast jede Quest will mich hier in die große Wüste schicken, außer nach Matrix 11. Und ich habe keinen Bock, nach Matrix 11 wieder runter zu kriechen. Und um da das Ding zu finden, dieses kleine Dorf, wo die Leute gelebt haben. Ich werde jetzt den Part beenden und dann werde ich bis zum nächsten Part mal herausfinden, wie man in die große Wüste kommt, ohne zur Story-Sequenz zu triggern. Wenn ich jetzt da zu Abyss was ich gehe, dann komme ich zurück und krieg nochmal einen Batzen Quest, die ich nicht erfüllen kann oder was. Hey, ich versteh's nicht. Gut, bis dann.